Hallo und herzlich willkommen auf Livelna.de. Schauen uns nun an, was man alles mit der Sinusfunktion machen kann. Ja, die Sinusfunktion, die kennt ihr aus einem anderen Video von uns, das ist eine blau eingezeichnete Funktion. Die fängt hier bei 0, 0 an, hat dann einen höchsten Punkt bei Pi halbe und den Wert 1, dann wieder eine Nullstelle bei Pi und dann bei 3 halbe Pi den tiefsten Wert bei minus 1 und bei 2 Pi wieder eine Nullstelle. Dann wiederholt sich das Ganze. Dann geht es hier wieder gerade am gleichen Abstand wieder einen Hoch- und Hochpunkt. Dann haben wir eine Nullstelle und so weiter. Das heißt, sie verhält sich periodisch und zwar immer mit dem Abstand 2π. Da macht sie gerade einmal eine komplette Welle, ist gerade 2π lang. Dann schauen wir uns hier mal diese anderen Funktionen an, die wir eingezeichnet haben. Diese rote Funktion hier, das sieht so ähnlich aus wie unsere Sinusfunktion, folgt ähnlichen Regeln, ist aber noch deutlich größer. Das heißt, sie hat hier oben ihren höchsten Ausschlag bei 2 und ihren tiefsten Wert bei minus 2. Aber ihre Periode, das heißt, wie lang die Welle ist, die ist auch gerade 2π groß, also daran ändert sich nichts. Das heißt, sie wurde nur nach oben gestreckt oder nach unten und nicht in x-Richtung. Also es wurde nach y-Richtung gestreckt, also Streckung der Sinusfunktion in y-Richtung. Und jetzt müsst ihr natürlich überlegen, ja, welchen Funktionsterm nehmen wir dann für diese neue Funktion. Und wenn ihr euch erinnert, an, zum Beispiel an die Parabeln, was macht man, wenn so eine Funktion gestreckt ist? Ja, hier gerade doppelt so hoch, beziehungsweise doppelt so tief. Ja, das liegt nahe, dass man einfach dann vor die Funktion dann den Faktor schreibt. Das heißt, in diesem Fall wäre dann diese Funktion nicht Sinus x, sondern gerade 2 mal Sinus x. Ja, weil sie gerade 2 mal in der Höhe, in der y-Richtung, so groß ist wie die blaue Funktion. Und gerade diese Höhe, also gerade hier, dass man jetzt sagt, okay, sie ist 2 hoch in Anführungsstrichen, das nennt man die Amplitude. Die Amplitude ist der maximale Ausschlagspunkt vom Ruhezustand, wie man zum Beispiel auch in der Physik kennt. Der Ruhezustand, also der Mittelwert, der ist bei uns gerade 0. Da beginnt die Funktion in Anführungsstrichen und da hat sie auch gerade ihre mittleren Werte. Und der höchste Ausschlag ist gerade bei 2 oder bei minus 2. Das heißt, der Abstand zwischen der Mitte und dem höchsten Ausschlag, der ist gerade 2. Und das ist gerade unsere Amplitude. Das heißt, a mal Sinus x. Das heißt, eine Streckung um den Faktor a. Das heißt, dann haben wir eine neue Funktion f von x gleich a mal Sinus x. Ja, das heißt zum Beispiel hier gerade 2. Wenn wir uns jetzt diese violette Funktion anschauen, wenn wir uns da die Amplitude ausrechnen, das heißt die Amplitude, der Ausschlag vom Mittelpunkt, der Mittelpunkt ist hier wiederum 0, bis zum höchsten Zustand, der ist in dem Fall 1, 2, 3 oder hier unten minus 3, das heißt diese Amplitude ist gerade 3. Das heißt hier hätten wir gerade 3 mal Sinus x. Und a heißt dann in diesem Fall Amplitude. Von a mal Sinus x. Also den Begriff müsst ihr euch merken, die Amplitude. Und man kann sie sich dann ausrechnen als maximalen Ausschlag vom Ruhezustand aus. Oder man könnte sie noch anders ausrechnen, indem wir einfach den tiefsten Punkt nehmen. Und den höchsten Punkt, zum Beispiel bei dieser roten Funktion von 2 nach minus 2, da wäre gerade der Abstand 4 und teile ihn durch 2. Das ging natürlich auch. Also so könnte man es genauso ausrechnen. Den maximalen Wert, minus den minimalen Wert, dann geteilt durch 2. Okay, soweit so gut. Und jetzt schauen wir uns hier mal dieses Schaubild hier unten an. Da haben wir wieder unsere bekannte Sinusfunktion in blau eingezeichnet. Und schauen wir uns an, was passiert da mit dieser roten Funktion. Die sieht auch sinusförmig aus, diese Sinuswelle. Die hat einen Wiedererkennungswert. Allerdings ist sie wesentlich häufiger. Wir haben 1, 2, ja, hier zwei Wellen, während in anderen Bereichen im gleichen Zeitpunkt nur eine einzige Welle stattgefunden hat. Das heißt, sie wiederholt sich wesentlich häufiger. Eine komplette Welle in der blauen
die braucht gerade die Länge von 2π, also 6,28 und so weiter. Während diese rote, wenn das reicht, die hat hier ihren Ausgangszustand, geht sie einmal nach oben, dann geht sie einmal nach unten und schon bei Pi hat sie wieder ihren alten Zustand erreicht. Das heißt, sie braucht nur die Länge Pi, um sich dann zu wiederholen. Und diese Zeit, die man eine Funktion, eine Sinusfunktion braucht, um sich zu wiederholen, das nennt man die Periode. Ja, und nichts anderes ist es ja letztendlich, wenn wir hier in Y-Richtung nach oben, nach unten gestreckt haben, strecken wir nur die Funktion in Links-Rechts-Richtung, also in die X-Achse. Also Streckung der Funktion, der Sinusfunktion, in die X-Richtung. Und wenn wir es hier um den Faktor A oder den Faktor B, sagen wir in diesem Fall, strecken, wir haben hier die Frage, ja, was für einen Funktionsterm haben wir denn hier? Und dafür gibt es eine Formel, und zwar schaut man sich an, wie weit ist jetzt hier die Periode. Die Periode ist in unserem Fall gerade Pi. Also Periode, das ist auch nochmal kurz definieren. Die Periode von der Sinusfunktion ist gerade, wie wir es gerade gesagt haben, der Weg, den sie braucht, um einmal die komplette Welle zu vollziehen. Also der Abstand vom Ausgangspunkt bis zum Punkt wo die Funktion von vorne beginnt, schreibe ich es in Anführungsstriche. Das ist in unserem Fall gerade bei der normalen Funktion 2π und hier bei dieser roten Funktion Pi. Diese Periode kürzt man mit dem Buchstaben P ab. Also nehmen wir es mal als Beispiel. In unserem Fall werden wir P, bei der roten Funktion hätten wir Pi und nicht 2π. Und das können wir ausrechnen mit der Formel P gleich 2π durch B. Die müsst ihr euch einfach merken. Man könnte aber auch die Formel umformen nach B. Dann würde sie heißen B gleich 2π durch P. Damit können wir herausfinden nun, wie sie in X-Richtung gestreckt oder gestaucht wurde. Setzen wir das mal ein. B ist also 2π durch P, in unserem Fall ist Pi, wäre in dem Fall 2. Das heißt, diese rot markierte Funktion hätte dann den Funktionsterm Sinus von, und jetzt statt x, weil wir das in x-Richtung gestreckt haben oder gestaucht haben, Sinus 2x. Anderes Beispiel, das ist diese violette Funktion, die sehen wir auch, nun die wurde natürlich wesentlich weiter gestreckt. Das heißt, hier ist die Periode, wir müssen das überprüfen. Naja, für die halbe Welle braucht die Funktion 2π. Das heißt, um sie komplett zu vollziehen, braucht sie insgesamt 4π. Und jetzt können wir unsere Formel hantieren mit dieser hier. B gleich 2π durch 4π. Pi kürzt sich weg, es bleibt 2 Viertel oder 1 halb. Das heißt, diese Funktion, diese violette Funktion, hat gerade den Term Sinus 1 halb x. Allgemein kann man sagen, man schreibt immer den Faktor, den man sich hier ausrechnet mit b, einfach vor das x. Jetzt können wir es natürlich auch anders machen, indem ich die Funktion nach oben strecke und nach x-Richtung strecke. Dann haben wir natürlich mehrere Möglichkeiten. Das heißt, wir haben zum Beispiel 2 nach oben gestreckt, und haben sie doppelt so lang gemacht oder nur halb so lang, natürlich kann man das kombinieren. Das heißt, allgemein haben wir die Möglichkeit f von x gleich a mal Sinus von b mal x. Das heißt, je nachdem, was wir für a haben und für b, das ich ja über die Periode ausrechne, bekommen wir dann unterschiedliche Werte. Das heißt, es kann oft eine Aufgabe sein, dass man irgendwie eine Sinusfunktion hat. Und man jetzt ablesen muss, was ist die Amplitude und was ist die Periode, um dann diesen allgemeinen Term zu bestimmen.
Schaut doch mal auf der Homepage www.nurella.de vorbei. Besucht uns bei Facebook. Dankeschön. Ja.